Wer ist jetzt die niedere Lebensform? Immer noch ihr. Peter, ich empfange da irgendwas. Was? Ach du Scheiße. Sieht aus, als müsste ich es selbst erledigen. Gut, ihr habt meine Jäger besiegt. Aber mein Kreuzer wird euch zerschmettern. Der ist groß. War's das? Und damit hast du so geprahlt? Was soll das heißen? Ausweichen, ausweichen. Es ist... Naja, es ist bestimmt sehr bequem. Willst du mich nicht verhöhnen? Oh. Da dagegen. Lass mich da. Nein, überhaupt nicht. Milano hat's definitiv gespürt. Ach, Scheiße. Setz den Beschuss fort. Ach du, ah nein. Der Checkpoint. Jo. War's das? Und damit hast du so geprahlt? Was soll das heißen? Nichts. Es ist... Naja, ohne um ihren Schatten zu erst. Hast du mich nicht verhöhnt? Da liegt ein Mann dagegen. Nein, überhaupt nicht. Die Milano hat's definitiv gespürt. Setz den Beschuss fort. Gut zum Henker. Der geht mir echt auf den Senkel. Er macht uns fertig, Quill. Ja, das sehe ich. Schwerer Treffer. Die Schädelposse hat echt ein miserables Timing. Ist sie hier? Nur ihre Handlanger. Diesmal. Ach, Scheiße. Das hat gewirkt. Schieß weiter auf die Auflasskanäle. Euer Plan wird nicht gelingen. Danke, damit hast du das Gegenteil bestätigt. Ich habe das Gefühl, wir haben die gesamte Galaxie verärgert. Zumindest einen großen Teil davon. Wir müssen wirklich an unserer PR arbeiten. Das so. Flock, muss nicht so sehr treffen lassen. Mein Schiff. Und Attacke. Ja, ach du Scheißdreck. Kriegst du Schaden. Macht sie endlich fertig! Das ist eine Kunst! Ha! Quill hat gerade versucht, der tödlichsten Frau der Galaxie was übers Töten zu erklären. Der Mistfleck hat uns getroffen! Welchen Gasgewichten denn? Wir müssen uns wirklich besser um die Milano kümmern. Ach du Heiliger. Jetzt nochmal von vorne noch was. War's das? Und damit hast du so geprahlt? Ja, nochmal von vorne. So ein Kack. Nichts. Es ist... Naja, es stimmt sehr bequem. Da ist ja was dagegen. Ja, aber wir können das Schiff irgendwie wieder heilen, indem wir... Nein, überhaupt nicht. Die Milano hat's definitiv gespürt. Das habe ich den Dreh raus. Lady Schädelposse hat echt ein miserables Timing. Das hat gewirkt. Schieß weiter auf die Auflasskanäle. Euer Plan wird nicht gelingen. Danke, damit hast du das Gegenteil bestätigt. Langsam wie Rocket. Das nennt man Spracheffizienz, Quill.
habe das Gefühl, wir haben die gesamte Galaxie verärgert. Zumindest einen großen Teil davon. Wir müssen wirklich an unserer PR arbeiten. Alles okay da drin, Cap? So langsam wird's. So, wo ist der? Hinter uns scheinbar. Diese Schrottsäcke interessiert, ob die Galaxie belagert. Genau in den Auslasskanal. Auslasskanal. Macht sie endlich fertig! Das ist eine Kunst! Dabei. Ha! Quill hat gerade versucht, der tödlichsten Frau der Galaxie was übers Töten zu erklären. Milano kümmern. Der geht mir echt auf den Senkel. Nein. Ich bin Larry. Sehr schön. Da haben wir's. Nimm das, Lady Mistbacke. Ich glaube, von der werden wir noch hören. Um Lady Hellbender kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal nach Xander. Gib Gas. Diese Dame braucht ein Lifting. Gern, sobald wir auf der Station sind. Hey, von den Eimerköpfen kommt keiner in die Nähe von meinem... Nuke Xander, Hauptquartier der Novakrux. Das ist mal ein kosmischer Verkehrsstau. So viele Schiffe für Xander habe ich seit Anfang des Galaktischen Kriegs nicht mehr gesehen. Groot, mach mal einen Kanal auf. Mal checken, was da los ist. Ich bin Groot. Müssten fliehen. Energievorrat aufgebraucht. Brauchen Zugang zu Einrichtungen. Die Schiffe kommen von konvertierten Welten. Das sind Flüchtlinge? Wir brauchen dringend Andockfreigabe. Bitte antworten, schnell! Groot, das ist genug. Ich sehe keine Rettungsshuttles rauskommen. Sie ignorieren sie. Nein, nein, nein! Nein, das Novacore ist zwar ein Haufen selbstgerechter Eimerköpfe, aber trotzdem sollten sie den Leuten helfen. Denkst das ist ihr verflachter Job. Halt den Ball flach, Rocket. Wir rufen die Station und fragen nach dem World Mind. Groot? Willkommen im Hauptquartier des Novacore. Gib bitte deine bevorzugte Kommunikationssprache an. Aha. Elektrischer Standard. Wenn du Kree wählst, beiß ich dir die Ohren ab. Oh nein, das kann ich nicht zulassen, Quill. Wie können wir dir helfen? Bist du noch da, Quill? Wir sollten melden, was Raker vorhat. Meinst du, das verflagte Worldmind heißt das noch nicht? Vielleicht nicht oh, alles. Flog dich! Wir sollten ihnen von dem Versprechen berichten. Klar, weil die ganzen anderen Schiffe ja noch nicht den gesamten Funkverkehr damit blockieren. Es klappt, ich fasse es nicht. Gärtner der Galaxie. Was habt ihr vorzubringen? Hey, Worldmind, lange nicht gesehen. Ich bin's. Peter Quill, Star-Lord. Und es heißt Wächter der Galaxie. Da ist noch ein Nachtrag. Wir brauchen eure Hilfe. Bei eurer Strafe? Nein. Nein, natürlich nicht. Bei der Rettung der Galaxie... Die Galaxie ist nicht mehr zu retten, Peter Quill. Was? Ein als das Versprechen bekannter Massenmann erobert die Sternensysteme und konvertiert jeden bei Kontakt. In weniger als 3 Zyklen hat er sich ausgebreitet von der Besatzung einer einzelnen Fregatte auf mehrere Außenposten, Welten und Systeme. Praxius 9... Regel 3. 75,222% der Andromeda-Galaxie. Alles verloren. Contraxia erwähnt sie natürlich mit keinem Wort. Plural, erwähnen. Das Wort meint es dann kollektives Bewusstsein. Hör zu. Wir wissen, wer hinter diesem Versprechen steckt. Wir haben das live erleben dürfen. Wir wollen euch informieren, damit ihr das beenden könnt. Waren wir nicht deutlich genug?
Die universelle Kirche der Wahrheit ist nicht mehr aufzuhalten. Ich sag doch, sie sind ein Kollektiv. Es ist eine Maschine. Ja, und das sind Teile von mir auch. Aber wehe, du bezeichnest mich als Ed. Hör zu. Wir sind gerade vom Mutterschiff der Kirche entkommen. Wir haben einen ganzen Haufen Infos, mit denen ihr sie besiegen könnt. Du kannst uns nichts erzählen, was wir nicht bereits wissen. Ich weiß mit Sicherheit ein paar Sachen, die nicht mal ein Supercomputer wissen kann. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, wie man das Gefieder eines Shia-Kriegsvogels pflegt. Wie konntest du das überleben? Weil ich weiß, wie man das Gefieder pflegt. Ach ja, und ich weiß, woher man gehackte Novacore-Helme zu lächerlich niedrigen Preisen bekommt. Was denn? Sie wissen nichts davon, sonst würden Sie was unternehmen. Naja, also auf jeden Fall sind wir erfahren, haben viel erlebt. Wir haben das Versprechen überlebt und können euch vielleicht helfen, den Gegner zu besiegen. Das wäre möglich. Wir haben eine Auswertung individueller Erfahrungsberichte in unserer Datenbank bisher außer Acht gelassen. Gut, stecken wir doch die Köpfe zusammen. Sind etwaige Superparameter ungenügend definiert. Somit wäre eine Abfrage zum jetzigen Zeitpunkt unvernünftig. Nun, entschuldigt uns bitte. Die universelle Kirche der Wahrheit nähert sich gerade diesem Raumsektor. Wir müssen unbedingt von hier fort sein, bevor sie eintrifft. Ihr lauft einfach davon? Was ist mit den Flüchtlingen? Lasst ihr sie einfach schutzlos zurück? Unsere Primärdirektive ist die Bewahrung der Kultur von Xandar. Alles andere ist sekundär. Habt ihr mal gesehen, wie euer Planet aussieht? Die Kultur von Xandar ist im Eimer. Kultur ist mehr als nur ein Ort. Euch untersteht das Novacore. Es ist eure Pflicht, die Galaxie zu schützen. Das ist nicht korrekt. Wie, die Eimerköpfe gehören nicht zu euch? Es ist nicht unsere Pflicht, diese Galaxie zu beschützen. Wir überwachen sie nur, um frühzeitig von Bedrohungen zu erfahren. Oh. Ihr schützt also nur euch selbst. Ein logischer Nebeneffekt unserer Primärdirektive. Ihr habt in der ganzen Galaxie Offiziere, die ihr Leben für euch geben. Und ihr seid zu feige, ihnen beizustehen? Das Risiko ist zu groß. Es wäre ein sinnloses Opfer. Aus unbekannten Gründen hortet die Kirche Unmengen an Ressourcen. Ihr Einfluss sprengt all unsere Wahrscheinlichkeitsmodelle. Dann passt eure Modelle an. Bei der nicht zu begreifenden Energiequelle des Feindes ist das schlicht nicht möglich. Ihr meint die Glaubensenergie. Glaube als Energiequelle ist unlogisch. Wir können keine Szenarien im Hinblick auf etwas berechnen, das nicht existieren dürfte. Also lasst ihr die Kirche einfach gewinnen? Ohne Quantifizierung der Energiequelle ist ein Bekämpfen nicht möglich. Die meisten Lebewesen haben nicht den Luxus, die Chancen zu berechnen, bevor sie in den Kampf ziehen. Deshalb scheitern sie. Ihr habt doch nur Angst. Ihr kriegt ein Berechnungsproblem nicht gebacken und schon haut ihr ab. Angst ist eine emotionale Reaktion. Fragwürdig. Wir empfinden keine Emotionen, daher können wir keine Angst haben. Wieso lauft ihr dann davon? Unsere Primärdirektive ist die Bewahrung. Ja, bla bla bla. Seid ihr eine Superintelligenz der Klasse G oder eine Endlosschleife? Wir verstehen, dass euch unsere Entscheidung zu gehen missfällt. Aber euer emotionaler Zustand ist nicht unsere primäre Sorge. Es wird Menschen von keinem Argument überzeugt zu sein. Optionen dazu entschieden. Eine Komplettsuche in unseren gesamten Datenbanken ergab, dass nur ein einziges Wesen sie potenziell aufhalten kann. Was für eins? Nicht was. Wer? Adam Warlock. Der ursprüngliche goldene Gott der Kirche. Unglücklicherweise kam er im letzten Jahr des galaktischen Krieges ums Leben. Super, also kann es niemand. Es freut uns, dass ihr zur selben Schlussfolgerung gekommen seid wie wir. Aber nun sind unsere Reisevorbereitungen beinahe abgeschlossen. Oh, lebt Scheiße. Wohl, Wächter der Galaxie. Nein, wartet! Typisch Novacore. Hat uns damals nicht geholfen, hilft uns jetzt nicht. Ich bin Groot. Was? Machst du Witze? Groot sagt, der Infodienst verlangt immer noch das Strafgeld. Bezahlung bestätigen, Bezahlung abbrechen.
Was soll's. Okay, bringen wir es hinter uns. Bezahlung bestätigen. Was? Das Universum geht unter und du zahlst mit unserem Geld eine Nova-Corps-Strafe? Hör zu, Mann. Die Kirche wird gleich kommen und uns alle holen. Wenn der Abschalter losgeht, sind wir leichte Beute. Okay, zumindest das wäre geklärt. Nichts wie weg hier. Peter, da tut sich was. Ich bin gut. Sie starten gerade. Und wir sind auf uns allein gestellt. Und großartig. Quill? Quill! Ich seh's doch! So ein Schmack! Ach, Scheißdreck. Und so ist die Energie von den... Sie nehmen das Versprechen an. Wir müssen springen, Quill. Ich weiß. Das Versprechen der Matriarchin wird wahr. Peter? Oh. Verdammt. Ich muss erst hier raus. Komm schon, komm schon. Und los. Das heißt, die werden noch stärker. Was zum Flak hast du gemacht? Keine Ahnung. Warum haben wir angehalten? Die Loser Legion muss beim Angriff was getroffen haben. Ich bin gut. Leute, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Galaxie das Versprechen annimmt. Da hinten ist die Sacrosanct. Wir können nicht einfach hier bleiben. Leute! Und wie stellst du dir das vor, Flak? Wir haben keine Chance. Leute, das Versprechen beruht auf Freiwilligkeit. Na klar, ohne Triebwerke sind wir sowieso geliefert. Leute! Es reicht! Hört endlich auf! Dem Krach kann ich nicht denken. Rocket, reparier die Triebwerke. Und wie soll ich das bitte schön machen? Ich kann nicht meine Fehlerdiagnose... Mir egal! Mach's einfach irgendwie! Spott! Und was sollen wir machen? Was weiß ich? Okay? Ich kann nicht in einer Tour Antworten aus dem Ärmel schütteln. Gut. Lass es. Ich pack das gerade nicht. Ich brauche eine Pause. Das Schicksal gibt dir eine Pause. Vergiss das, Nova Corps. Es war ein Fehler, überhaupt auf sie zu zählen. Entspanne dich in dem Quartier. Hey, Drax, Ich will nicht reden. Okay. Wir sind alle am Ende. Ruh dich ein bisschen aus, wenn du kannst. Seht mal, unser großer Anführer. Hey. Willst du mich wieder anschreien? Was? Nein. Mir ist echt nicht nach Plaudern zumute. Du hast deinen Toast vergessen. Und du Szene.
ist die Zahnbürste. Oh no. Oh. Was mache ich hier? Die hat jeder auf diesem Schiff benutzt. Heute nicht, ihr Hirnparasiten. Schön und sauber. Scheißdreck. Ich sag's oft Scheißdreck. Oh Mann, aber der hat die. Und sie hat echt die Zahnbürste benutzt. Ich bin Groot. Gamora! Geht's dir gut? Gamora! Falls du nicht sagen willst, dass das Triebwerk wieder läuft. Tut's nicht! Oder dass Walt meint, dich zurückgerufen hat, weil sie sich's anders überlegt haben, gehe ich jetzt schlafen. Hör mal, ich weiß, wie du dich fühlst. Die Situation ist frustrierend, sogar hoffnungslos. Die Situation ist nicht hoffnungslos. Du wiederum? Was? Was soll ich denn machen? Ich bin nur ein Mann. Das ganze Universum könnte auf dem Totenbett liegen. Was du nicht sagst. Und ich auf meinem Bettbett. Ja, okay. Dann bleib halt drin. Wow. Da tut mir gleich der Kiefer weh. Groß gut. Wir müssen mal ein bisschen gut reden. Ich fühle mich, als wäre ich einen ganzen Zyklus lang wach gewesen. Ich glaube, das warst du auch. Hey, Groot! Was trinkst denn du da für ein Zeug? Ich bin Groot. Sieht aus wie Kräutertee, aber... naja, riecht irgendwie komisch. Nach dem Tieffragen deinen Rat anholen. Sag mal, Großer, wie bleibst du nur immer so besonnen? Ich bin Groot. Ich meine, jedes Mal, wenn irgendein Mist passiert und uns das Wasser bis zum Hals steht, bleibst du immer cool. Ich bin Groot. Wow. Ich wünschte, ich könnte das verstehen. Du hast immer den Durchblick, oder? Ich bin Groot. Tja, hoffentlich bleibt das so. Wir können alle was von dir lernen. Vielleicht sollte ich wirklich mal eine Fremdsprache lernen. Französisch oder so. Ich bin Groot. Ich weiß nicht, sah halt aus wie ein Farm. Ich bin Groot. Warum sollte ich auf der Blattunterseite nachsehen? Ich schwöre. Wo ist denn der Versperr? Ach, schon wieder. Hey, Muskelkopf. Hast du jemals wie geplant diese Waffensystemanalyse durchgeführt? Drax, hörst du mich? Ich bin... Hey, wie sieht's aus? Was meinst du denn, wie es aussieht? Also, ich... Der Spannungsschaltkreis hat die Stielbolzen zerschmolzen, der Rückwärtsroutenplaner ist nicht mehr ausgerichtet und ich sehe nicht mal mehr den Flak-Sensorknoten hinter dem Fluxkompensator. Moment, Fluxkompensatoren gibt's wirklich? Was? Nein, ich meine Flusskompensator. Ich bring die Wörter durcheinander, wenn ich müde bin. Ich bin gut. Das wäre zu schön. Ich bin Groot. Ich nenne dich auch nicht Grooty. Ich bin Groot. Ich muss Niki einfach die Wahrheit sagen. Mein Dad hat das nicht getan. Echt jetzt? Na los, komm. Oh nö. Schlechtes Thermogut. Was? Oh nein. So bist du reingekommen? Ja, man hat sich dadurch gefressen. Ist...
Und das Bett stinkt. Toll. Das kommt jetzt wieder. Das sehen wir aus der Vergangenheit. Wir haben ein Schild. Das ist unser Zimmer. Hm. Wieso ist das so klein? Hab ich's gesagt. Ich meine ich. Oh. Krasse Frisur. Was? Was? Was soll das? Wieso bist du... Ich? Komm schon, der sprechende Waschbär wartet auf dich. Und die anderen auch. Rocket. Ja, ja, er hat dieses Ding repariert. Dieses kaputte. Hey, wenn wir jetzt so ein cooler Weltraumchecker sind, warum müssen wir dann vor den Bösen weglaufen? Das ist... Halluzination. Nein, ist es nicht. Wir sind gelandet. Und hör auf, wegzulaufen. Oh. Müssen wir das Loch in der Wand untersuchen. Oder auch nicht. Kannst du dich mal beeilen? Groot und Gamora streiten seit unserer Ankunft pausenlos. Wirklich? Groot wollte dich schlafen lassen, ist das zu fassen? Wie lang war ich weg? Lang genug, um uns den ganzen Weg zur Quarantänezone zu fliegen. Moment, wie sind wir hergeflogen? Quill, willst du dein Schiff reparieren oder nicht? Mein Schiff? Ja, dein Schiff. Komm schon, die anderen sind draußen. Sind schon alle draußen? Ja, sie warten auf uns. So, gehen wir. Wie zu fix sind wir hier gekommen? Seht mal, wer da gerade aufgestanden ist. Der Nager hat schon entschieden, wieder, als du geschlafen hast. Ja, ja, ich weiß. Du hast ja lang gebraucht. Was? Niki? Oh. Natürlich. Wie kann ich das so lange nicht sehen, dass du nicht hier sein musst? Du hast versprochen, mich hier rauszuholen. Ich weiß, aber... Niki! Leute, sie darf uns nicht erreichen! Das musst du mir nicht zweimal sagen! Oh. Monster-Ding!
Bring hell down from above.